Im März 2011 besucht der schwedische Farbpsychologe Karl Rieberg das Zentrum Farbe Licht in Wien. Grund des Besuches: eine Präsentation über die Möglichkeiten der Lichttherapie sowie die Vorstellung seines eigens entwickelten Farblichtgeräts. Im Zentrum Farbe Licht kann dieser sogenannte Color Dome als allererster in Österreich getestet werden. Ich bin seit November 2010 Besitzerin von einem Monochrom Color Dome. Das ist ein Farblichtgerät, das von Karl Rieberg entwickelt wurde. Und er hat gleich, als ich es im November gekauft habe von ihm, angeboten, dass er dann im späten Winter nach Wien kommt, um eine Präsentation zu machen, weil es fördert die Wahrnehmung und das Bewusstsein, es fördert das Körpergefühl, Stärkung der Konzentrationsfähigkeit und der mentalen Klarheit und der kognitiven Fähigkeiten, dann Erhöhung des Energielevels, also man fühlt sich energetischer, wacher und auch leistungsfähiger, auch körperlich leistungsfähiger. Ich arbeite als Psychotherapeutin und klinische Psychologin und ich merke in besonderer Weise in der Arbeit mit meinen Klienten, dass ich flexibler bin und dass ich kreativer bin. Man schaut einfach rein in die Kugel und man sieht einfach nur Farbe. Man hat da so eine Kugel, wo man drehen kann und da kann man eben das ganze Spektrum durchdrehen von Infrarot bis Ultraviolett und dort, wo es einem halt gefällt oder die Farbe, die man will oder braucht, dort kann man eben stehen bleiben. Die Farben sind extrem intensiv. Es war einfach so spannend, das einmal durchzudrehen und all die Farben zu kosten. Karl Rieberg betreibt bereits seit 25 Jahren ein professionelles Lichtinstitut in Stockholm. Ich fing mit Lichttherapie in 78 an. In England, Irland haben wir damit gearbeitet. Im Norden, wo ich wohne, die häufigsten Probleme sind Winterdepressionen, Müdigkeit, Mangel von Energie, Schlafstörungen. Und schon nach ein oder zwei Bestrahlungen werden die Patienten davon stabilisiert. Karl Rieberg erläutert in seinem Vortrag die Hintergründe sowie die Funktionsweise der Lichttherapie. Es war eine Fülle von Eindrücken, die durchwegs mir eine neue Welt und eine neue Erkenntniswelt erschlossen haben. Die Zusammenhänge von Farben und der Biologie, die Wirkung von Farben auf den Körper in einer derartigen, klar strukturierten Form vorgesetzt zu kriegen, da kann man sehr kritisch hinterfragen und sagt trotzdem, okay, da ist einfach wirklich viel dahinter. Was man vielleicht ohnehin ein bisschen im Hintergrund immer mitkriegt, ist die Wirkung von rotem Licht als dynamisierend, blau als beruhigend. Das ist mir in der Klarheit noch nicht gesagt worden. Der Einsatz von Licht und verschiedenen Farben in Spitälern, jetzt, heute, neu, in Spitälern, die also anerkannt gut sind, wie in Holland oder Skandinavien, wo es sehr gute Spitäle gibt, wo man draufkommt, dass Operieren plötzlich bei weißem Licht nicht gut ist, sondern bei anderem Licht besser ist. Und die Ärzte wollen das haben. So. Das Therapiezentrum Farbe Licht bietet seit 2011 Farblichtsitzungen mit dem Color Dome an. Damit ist es Vorreiter in ganz Österreich. Also die Frau Buresch ist mit Sicherheit in Österreich einer jener beharrlichen Menschen, die sehr viel Energie und persönlichen Einsatz dafür geben, dass dieses Thema also in der Durchdringung ist. Und ja, dafür gehört ihr eigentlich ein Orden verliehen.